Guten Tag, liebe Abonnenten und neue Zuschauer. Willkommen auf unserem Kanal. Heute erzähle ich Ihnen über 8 Arten von toxischen Menschen, mit denen wäre es besser, den Kontakt zu vermeiden. Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Ihre Kommentare zu hinterlassen. Toxische Menschen sind leider Teil unserer Umgebung. Sie treffen sich auf dem Weg zur Arbeit, in der Supermarktschlange und an anderen Orten. Manchmal sind uns solche Menschen näher, als wir möchten. Daher ist es wichtig, sie beim ersten Treffen zu erkennen. Neider. Solcher Mensch ist immer mit etwas unzufrieden. Alles ist ihm nicht genug. Er lebt das Leben eines anderen, anstatt sein eigenes zu führen. Sogar wenn er alles hat, was er will, braucht er sicherlich etwas anderes. Die ständige Kommunikation mit einer neidischen Person wird ihr Leben zu Qual machen. Schließlich ist solcher Mensch in der Lage, alle Erfolge anderer Menschen abzuwerten. Egozentrische Menschen. Hinter diesem Begriff stehen Menschen, die nur auf sich selbst konzentriert sind. In der Beziehung mit einer solchen Person können sie Einsamkeit erfahren. Tatsächlich kann der Egozentriker ausschließlich über seine eigene Person sprechen. Er wird sie nie fragen, wie sie sich fühlen und wie es ihnen geht. Er wird seine Aufmerksamkeit auf sie richten, nur wenn er etwas von ihnen braucht. Andere Menschen werden von einem Egozentriker gebraucht, um sein eigenes Selbstwertgefühl zu steigern. Wenn es also einen solchen Freund oder Partner in ihrer Umgebung gibt, ist eine Überlegung wert, ob es für sie nötig ist. Freundin vom Spott. Das Schlagwort einer solchen Person lautet: Es ist nur ein Witz. Nachdem Sie eine Person beleidigt haben, sagen Sie es und entwerten auf diese Weise seine Gefühle. Es bereitet Ihnen besondere Freude, andere unglücklich zu machen. Das Problem ist, dass die Kommunikation mit einer solchen Person unter dem Selbstwertgefühl leidet. Schließlich dürfte man sich auf keinen Fall von ihm beleidigt fühlen, hat er nur gescherzt. Das ewige Opfer. Auf den ersten Blick scheint es, dass dieser Mensch Hilfe braucht und sie geben ihr Bestes, um ihm zu helfen. Aber das reicht leider nicht. Bald wird das ewige Opfer immer mehr verlangen und oft Unzufriedenheit zeigen. Auf diese Weise verschiebt es die Verantwortung auf andere Personen. Deshalb ist er ein toxischer Mensch. Wenn das Opfer nicht rechtzeitig vom Hals geworfen wird, werden ständige Beschwerden zur Gewohnheit. Es ist noch schlimmer, dass er ohne Schäme morgens um 3 Uhr aus ihnen eine Weste zum Weinen machen kann. Und ihre Sorgen sind ihm einfach egal. Knatsche, das ist ein großes Kind, das fast jedem zum Nervenzusammenbruch bringen kann. Schließlich müssen seine Stimmungsschwankungen sofort erfüllt werden. Wenn etwas gegen seinen Willen getan wurde, wird der Gesprächspartner unerträglich. Sie sollten nie versuchen, diese Person umzuerziehen oder den Grund für sein solches Verhalten herauszufinden. Solche Leute ändern sie nicht. Sie müssen nur vor ihnen davonlaufen. Menschen, die es gerne dramatisch mögen. Sie unterscheiden sich darin, dass sie alles erschweren. Ein solcher Gesprächspartner wird ihre Probleme gerne nacherzählen, damit sie sich noch schlechter fühlen. Sie fangen an, einen Kraftschub zu spüren, weil sie die Probleme anderer Menschen auskosten. Ihr Hauptziel ist es, andere unglücklich zu machen. Der Front zu richten. Diese Person weiß es besser als alle anderen. Er weiß keine einzige gute Tat zu schätzen, aber er ist in der Lage, alle ihre Fehler zu ordnen. Er sieht nur Fehler in Menschen und vergisst die Tugenden. Manipulator. Wahrscheinlich ist das die gefährlichste Art von toxischen Menschen. Schließlich hat der Manipulator ein gutes Gedächtnis und kennt die Hebel, die es wert sind, gezogen zu werden, damit sie das machen, was er braucht. Er kann einen Freund, einen Partner und sogar eine liebevolle Person heucheln. Dieser Mensch weiß um ihre Mängel und manipuliert sich auf subtile Weise. Er wirft Menschen weg und nicht immer, um konkrete Ziele zu erreichen. Manchmal will er einfach seine Macht erfüllen.